Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute eine kleine Replay-Einsendung von Patriot. Er sitzt in seiner Yamato in einem Super-Schlachtschiff-Matchup. Der Superschiff-Matchup nach Hannover, nach Annapolis und der Yamato-Kirche sind gegenübergestellt. Drei Superschiffe, die ja jetzt im letzten Update dazugekommen sind, die man sich für 50, nee, 57, die Hannover, 45 Millionen, die Annapolis und ich glaube 47 Millionen, die Yamagiri kaufen kann. Naja, ich bin nicht begeistert von den Dingern, aber naja, das zum Thema. Er hat dazu geschrieben, also ich habe das Replay selber noch nicht gesehen, er hat dazu geschrieben, es war eine mega kranke Runde und mal schauen, wie das so abgeht hier. Yamato, Grundreichweite 26 Kilometer, kann also rein theoretisch schon auf den Kurfürsten schießen. Die können sich alle noch nicht wehren. Und ja. Mal schauen. Mal schauen. Mal schauen. Oh, schön Breitseite Hindenburg. Ordentlich vorhalten. Er hat das Legendary-Modul für die Zielgenauigkeit drauf. Das heißt, die Murmeln schlagen in einem Umkreis von gefühlt 10 Metern ein. Und wenn die Hindenburg nicht aufpasst, war es das jetzt mit der Hindenburg. Jupp. Drei Zitadellen. 47.550 Schaden. Jo, also der ist weg vom Fenster. Muss ich sagen, Respekt. Der ist weg vom Fenster. So viele schöne Ziele und die Hindenburg knallt da raus. Uiuiui. Ja, up. Das war, glaube ich, nicht so geplant. Ein Schuss, ein Treffer, ein Schiff weniger für den Gegner. Guter Auftakt. Oh, da würde ich mich mehr freuen, wenn die Annapolis mit einem Schlagplatz. Ah, das werden jetzt. Der erste Schuss war hier super und jetzt würden erstmal nur drei Salben negativ kommen. Gefühlt. So, verzeih ich mal voraus. Ja, sage ich doch. Es waren 5000 Schaden. Also 3000 Schaden. Oh, Hannover. Oh, nach Hannover. Abgesetzt auf Hannover. Hannover fährt weiterhin schön breit zu ihm. Nur nichts kann sich gegen ihn wehren, weil 12.000. Schöne Salve. Oh, mittlerweile einer, der auf ihn schießen kann. Weinsichtstausend Schaden bis jetzt. Und wir sind bei 3 Minuten 30. Oh, Murmeln, schön gebündelt in die Mitte, wieder 12.000. Irgendwas im Nebel. Blindshot in den Nebel und weg oder weiter Damage Farm. Oh, Minnesota. Und nächster Beschuss. Hannover. Wie die Annapolis wieder auf. Ah, ein Durchschlag. 3000. Reichweitenflieger für einen besseren Schutzwinkel. Oh, schöner Winkel. Nimm dich. Auf die Spitze gezielt. Wenn sie jetzt kein Gas gibt, dürfte das gewesen sein. Na, sie gibt Gas, sie gibt Gas. 12.000. Schaden. 5 Minuten gespielt.
Oh, Yamagiri. Die Idee gibt gut Grund-EP, vor allen Dingen, wenn man das Cap verteidigt. De Jong. Das ist ein Neuner. Ja, lenkt wieder schön ein. Könnte der nächste vernichtende Schlag werden. Ja, tritt weiter ein. Ja, doch, dreht weiter ein. Schade. Mumpeln wären genau mittig reingegangen. Eine 1480. Ich stelle gerade fest, meinen Bürostuhl habe ich immer noch nicht ausgetauscht. Der knarzt immer noch so. Naja, vielleicht irgendwann mal. Ohne Minnesota. Viel, viel Wumms, aber nicht gepanzert. Mal gucken. Mein Berg kommt da drüber. Oh, das wird jetzt lustig. Die Dinger platzen auch sehr schön. Vor allen Dingen bei den 460ern. Und. Oh, Zitadelle. Ja, gut, das ist auch nur ein Neuner. Das ist jetzt auch ein bisschen unfair, da den Neuner zu beschießen. Wenn er nach Hannover steht. Oh, Antwort. Er kriegt den ersten Damage nach 7 Minuten. Werden die ersten Mumpeln auf ihn abgefeuert. Er hat die ersten 5000 Damage gefressen. Und wieder. 50.000 stehen noch. 11.000 hinter, 12.000 hinterher. Wir runden hier auf. Oder dass es immer gerade Zahlen sind oder ab. Ein 100.021. 121.000, meine Güte, was eine Zahl. Wenn da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stehen würde, dann würde ich hier sogar noch einen ausgeben. Wo man mit Secondary arbeitet. Aber auch schön die Inseln als Deckung genutzt. Er ist kaum gespottet. Ah. Für B hat sich noch keiner interessiert. Oh, schön hinten auf die Reling. Könnte es jetzt vielleicht mit der Hannover gewesen sein. 15.000. Und zack, weg ist er. Hannover killt Hannover. Schöne Stadt. So, jetzt steht da noch eine Minnesota und eine Seeung. Wäre einzuschätzen, wie die Minnesota fährt. Und Minnesota tot. Seeung geht jetzt raus. Aber wenn sie so weiterfährt, geht sie wirklich raus. Drei Durchschläge. Gucken wir mal, was lebt noch. Oh, sieht ganz schön knapp gerade aus. Sollen wir mal ein bisschen aufholen hier, weil. Oh, der hat die Gamescom-Tarnung drauf. Die Gamescom-2017-Tarnung fällt mir gerade auf. Der Lö. Hat ja die Annapolis. Treffer am Torpedoschuh. Jawohl. Guter Schuss. Oh, und er hat die schöne Makoto Kobayashi-Tarnung drauf. Torpedoschuh. Oh. Da gibt es ja noch Flieger.
Zum Glück hat die Yamato so einen guten Torpedoschutz. Also sie sind auch fies abgeworfen. So, Seong, tschüss. Und er hat direkt ein Wasser irgendwo. Steinsding, du. Ach komm, Seong, das ist ein Papership. Lass doch mal die Seong in Ruhe, da sind deine. Und wieder Wassereinbruch. Und Seong geht raus. Das prophezei ich schon. Klupp. Ein Wassereinbruch tickt, sein Wassereinbruch tickt. Und jetzt auch noch abgefackelt? Nee, doch nicht. Pommern! Ich würde die Pommern nehmen. Pommern fährt so schön. Pommern frisst schön. Also die Hakuyu. Ist ja echt dämlich. 12.000 Pommern. Na ja gut, das ist halt ein 10er, das hat eine Yamato, ne? 460 mm, die kloppen schon echt gut rein, wenn sie keine Overpens machen. Oh, Annapolis. Und nachgeladen hat er. Adrenalinrausch fängt an zu wirken. Sorgi hat Tops geschmissen, aber daneben. Tschüss, Annapolis. Brauche ich gar nicht mehr hinzugucken. Hat weggedreht. Die Annapolis ärgert nur irgendwie. Die Annapolis will nicht sterben. Die denkt sich so, nö. Ja, jetzt soll. Gut, das hätte er jetzt nicht machen sollen. Aufdrehen. Hätte er noch um 2 Sekündchen gewartet. Und? Nee. Wieder hochheilen, dadurch, dass er ja am Anfang das First Blood hat, mit dem Yamamoto-Kapitän, kriegt man ja eine Aufladung extra. Dafür muss jetzt die Pommern dran glauben. Geht schön in die Kasamatte rein und weg ist er. Oh, schön mittig. Unterstützer hat hier HE geschossen. Ernsthaft, die hat HE geschossen? Okay, das habe ich auch schon lange nicht mehr erlebt. Wo man die HE schießt. Oh, da ist die feindliche Yamato. Tschüss, Yamato. Er hat genau zwischen die zwei Türme, Haupttürme gezielt. Wenn er jetzt seinen Arsch nicht wegkriegt, ist er nur Zitdown ist weg. Ne, er hat seinen Arsch noch weggekriegt. Oh, Drake. Drake, du siehst gut aus. Pass nur auf. Torpedos, Drake. Yamato. Torpedos. Oh, der fährt so lecker. Also wenn er das nicht bestraft, dann weiß ich auch nicht. 8000 verteidigt. Overpens. Jetzt bloß nicht nervös werden. 9000 frontal gefressen. Drake schießt auch nochmal. Oh, Drake dreht auf. Doppelzieht er und weg. Ne, Mitleid zieht er. Geil. Die sogenannte Mitleid zieht er. Da kommt der Frontbeschuss von der Yamato. Yamato gegen Yamato. Und die Hakuyu. Ah, da ist wieder ein toxischer Chat.
Oh, jetzt frisst er aber ein bisschen. Da muss er schnell nachheilen. Oh, das könnte auch wehtun. 9000 nochmal. Overpen 14, 15. Yamato hält sich hoch, die gegnerische. Ticken weiter vorhalten. Er spielt wieder mit der Geschwindigkeit. Nochmal 9000 gekriegt. Großes Kaliber 15.000. So eine 15er Salve. Und kann gerade keiner helfen. So auf sich alleine gestellt. Frontal nochmal 9000. Und jetzt ist er weg. Ansonsten macht das ziemlich spannend mit dem Ding. Ja, Krake. So, zweite Eigenschaft. Beim Erhalt der Krake regeneriert sich das Schiff. Beto. Mit der Ring. Im Nahkampf. Komm. Gib ihm. Gib ihm. Ich jetzt halt mit beiden Seiten drauf, ne? Zusätzlich zündet er jetzt noch die Heilung, um einfach eine stärkere Heilung zu haben. Weil zwei Wasseranbrüche. Oh, das tut weh. Zwei Wasseranbrüche, die ticken. Ja, das bewegt sich halt nicht. Jetzt bloß nicht brennen. Bloß nicht brennen. Sekunden heißt du dich noch. Naja, was bleibt, wenn er davon fährt, wird er sterben. Wenn er drauf fährt, wird er überleben. Was passiert? Luftrate kommt auch. Ja, er ist jetzt Fokus die Nummer 1, ne? Ja, Kuyo greift, fliegt ihn jetzt an. Oh, Darren bleibt stehen. Schön mittig, 7000 hat er noch. Jetzt brennt er. Ruder kaputt geschossen. Wieder irgendwas. Blindshot. Eieieiei. Jetzt noch der gegnerische Flugzeugträger. Eieieiei. Sehr spannende Runde. Sehr spannende Runde. Dann gucken wir uns mal die Endauswertung an. Also es war dann noch ein Sieg, wo der Gegner gewonnen hat. Respektabel. Wirklich, wirklich respektabel. Grund-DP fast. Holla die Waldfee. 1 Million Credits.
Nicht schlecht. 47.000 auf die Hindenburg. 500. First Blood. Schönes Gefecht. Wirklich. 1 Million Kreditpunkte gemacht. Gut, da war ein Kampfauftrag mit dabei. Ist nicht schlimm. Aber war ein sehr schönes Gefecht. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut raus. Tschaußen.